Die Ausstellung haben wir Nexus genannt, weil wir versucht haben darzustellen, dass viele verschiedene Bildansätze nur im Zusammenhang zeigen können, dass alles in der Welt miteinander verbunden ist. Ob ich die Erde jetzt von oben betrachte oder von unten nach oben betrachte und ins All schaue, es ist immer ein Versuch, nur die Perspektive zu verschieben, aber immer mein Gefühl gegenüber und mein Wissen gegenüber unserer Erde zum Ausdruck zu bringen. Wenn man während der Malerei denkt, dann versucht man das auf sein Bild zu bannen. Die Besonderheit dieser Ausstellung ist, dass dieser Denkprozess auch richtig vorgeführt wird. Man sieht in manchen Bildern die Pupille meines linken Auges, die versucht, die gesamte Energie der Welt und die Energien, die sich einem darstellen, wenn man denkt und wenn man malt, in einem Bild zusammenzuführen. Also man blickt durch eine Pupille in eine andere Welt und dadurch wird die Pupille meines Auges zum schwarzen Loch. Die Pupille ist auch der Punkt, wo eigentlich diese ganzen physikalischen Möglichkeiten, die wir auf dem Bild sehen, eindringen und Rezeptoren ansprechen, die direkt am Hirn sind und dadurch wieder eine Assoziation entwickeln. Explosion von Gaszusammenhängen im Weltall, wo Helium sich mit Wasserstoff trifft und fusioniert und zu ganz neuen Aggregatzuständen etwas verformt, was wir gar nicht wissen, wie das überhaupt, was dabei rauskommt und wie das entstanden ist. Auf manchen Bildern sieht man die Hirnstruktur oder wie das im Hirn funktioniert, wenn wir denken. Und auch dieses Bild weist wiederum ins All, wo das ähnlich funktioniert wie in unserem Hirn, behaupte ich einfach. Diese ganzen Bilder sind reine Behauptung und reine Malerei, die nur eigentlich zeigt, deswegen auch Nexus, dass alles zusammenhängt. Besonders während dem poetischen Vorgang der Malerei. Sichtbar zu machen, in welch privilegierten Zusammenhang wir in diesem Weltall leben, dass wir darüber nachdenken können und warum es bei uns so gut zu leben ist, das ist das Thema eigentlich dieser Bilder. In den landschaftlichen Bildern kommt immer das Element Wasser vor. Das Wasser habe ich in vielen Aggregatzuständen gemalt und auch als Spiegel benutzt. Weil wenn man in einen nächtlichen See schaut, ist das der große Spiegel des Weltalls. Man sieht alle Sterne nochmal und es kommt ein Windhauch und das Bild ist zerstört und ich versuche es zu bannen. Und wenn ich diese Bäume male, sind es natürlich die großen Kohlenstoffreservoire. Auf der anderen Seite sind es auch unsere großen Wasserbringer und Wasserträger. Also ich habe keine Stilproblematiken oder Stilfragen, die ich da entwickle, sondern ich versuche, alle Möglichkeiten der Malerei auszuschöpfen. Ich bin sehr interessiert daran, dass man meine Bilder nicht als Einzelbilder sieht, sondern in einem großen Zusammenhang sieht. Die große Geschichte, die ich erzählen will, ist eigentlich die Geschichte, wo leben wir, in welchem Zusammenhang leben wir und warum sind wir auf der Erde.